habt ihr uns vermisst? Ja, Abschlussvideo. Passat. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis wir endlich das Prunkstück des 5-Zylinder Passats wieder bei uns haben. Und ja, wir haben uns überlegt, jetzt, wo er zum Kundendienst da ist, nach 15.000 Kilometern am halben Jahr, gehen wir mal ein bisschen auf eure Fragen ein. Wir stellen das Auto jetzt mal auf die Bühne und dann, hätte ich gesagt, starten wir mit der ersten Frage. Oder? Auf geht's! Gut! Ich gebe alles! Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Etablissement, Bliat! Wo ist Wodka? Ja, heute mit Haum. Ihr habt gesehen, es ist draußen kalt. Winter ist geworden bei uns im Winter Wonderland Werk 2. Ja, da ist er. Wieder zurück bei uns. Ja, wie ich gesagt habe, 15.000 Kilometer, stressfrei, ohne jegliches Problem. Halbes Jahr ist jetzt der Markus unterwegs gewesen und ja, er ist wieder bei uns. Kundendienst ist auch gestanden. Das haben wir jetzt einfach genutzt, dass wir das Auto nochmal zwei Tage länger bei uns haben. Haben den RS3 TTRS Club da gehabt, einen Tom, der hat schon ein Video gemacht, aber ich habe natürlich meinen liebsten Maxo da vermissen, dass der auch nochmal ran darf ans Videofon. Ja, so schaut er aus. Fertig, fix und fertig. Film diesen Motor. Es hat so lange gedauert, bis wir wirklich das Auto picobello gehabt haben, absolut fehlerfrei. Es funktioniert alles, ACC, Hinterachs haben wir geflasht mit RS3 Hinterachs-Software, also der fährt wie ein richtiger Allrad, mega geil. Habe ich sogar irgendwann gleich kopiert in meinen, funktioniert nämlich auch geil. Kann man ein bisschen querfahren und er bringt die Leistung auf die Straße. Was haben wir noch gemacht? TÜV abgenommen ist das ganze Auto geworden, mit 5-Zylinder, mit der Leistung und so weiter und so fort, alles drum und dran, also das Paket ist street legal. Ja, was gibt's mehr zu sagen? Sehr geil. Sehr geil. Frage Nummer 1. Gucken wir mal, was ihr so alles gefragt habt. Ich habe die Woche auf Insta einen Fragensticker gemacht. Anidogo, ist der Umbau bei euch immer möglich? Immer ja, also wir können das immer machen. Die große Frage ist zeitlich. Ist natürlich Wahnsinn, sowas im März, April, Mai zu machen. Wir würden empfehlen, sowas bei uns November, Oktober, November, Dezember, so die 3 Monate, da ist immer ein bisschen mehr Zeit für so große Projekte, das Ganze durchzuführen bei uns. Allgemein, wenn ihr natürlich sagt, der muss im März gemacht werden, können wir das schon machen. Allerdings ist uns natürlich lieber Oktober, November, Dezember. Nehmen wir auf. Jetzt zeige ich die geile Auspuffanlage. Alter, nicht der Fall! Und schon ist ein Videograf weniger auf der Welt. Und zwar hat Tobi von PTH. Ich warte, bis die Bühne um ist. Und zwar hat der Tobi von DTH extra auf unseren Wunsch, auf meinen Wunsch, eine mega geile Auspuffanlage gebaut. Ich habe die mittlerweile jetzt auch bei meinem Auto drunter, der Passat Alltrack, Daddy Sleeper, ihr habt vielleicht das Video gesehen, hat die gleiche Anlage drunter, aber wir haben natürlich einen 5-Zylinder gebraucht. Heißt, hier vorne, das Y, 5-Zylinder-like, 90 mm Upcut. Und wir haben einen Ausgang fast straight. Das Auto hört sich unglaublich an, ihr habt es gerade gehört. Und auf der anderen Seite haben wir einen dicken Schalldämpfer drin. Hat den Grund, dass wir den Anspruch gehabt haben, dass das Auto quasi wirklich im Alltag mit Klappe zu absolut entspannt fährt. Ich habe damals das Auto holen dürfen vom Abgasanlagen bauen und ich muss sagen, ich bin 180, 200 gefahren, Tempomat. Und bin entspannter gefahren als in meinem 4-Zylinder, weil er einfach so angenehm leise war. Kein Scheiß. Nächste Frage. Gila-Dilly, geiler Name. Mich würde interessieren, welche dB-Werte nachher am Fahrzeugschein stehen. Also,
Bei dem Auto stehen jetzt die Werte drin. Fahrgeräusch 74 dB, haben wir rausgefahren natürlich, musst machen mit so einem Umbau. Und Standgeräusch 480 dB, mit Klappe geschlossen, weil man hat im Stand keine Möglichkeit, ohne dass das Getriebe in S oder in D ist, dass die Klappen öffnet. Somit 480 dB. Ich glaube, mit offener Klappe haben wir mal gemessen 103, irgendwas sowas, 103. Allerdings, wie gesagt, technisch nicht möglich im Stand dann Geräusch zu messen. Deswegen geschlossene Klappe. Das Auto hat 480 dB Eindrang. Kann man auch bei jedem RS3 und TTRS mit geschlossener Klappe nachmessen. Die haben genau das Gleiche. Sonst, was sagst du? Was schaut aus von uns? Ja, mega. Original. Sehr original. Also wenn der TÜV drunter schaut, dann tipptopp. Ja. Nichts zu bemängeln. Nichts zu bemängeln. Muscle Cup. Ja, man, du musst überlegen, gell? Wir haben hinten Hinterachs RS3, Stabi RS3, Antriebswellen komplett RS3, Kardanwellen, so eine Anfertigung. Von Antriebswellen RS3. Also das Auto schaut einfach ja, original aus. Gell? Unterfahrschutz haben wir auch drin. Das ist jetzt natürlich von dem anderen. Hat er sich wahrscheinlich einmal kaputt gemacht, weil er zu low war, der Markus. Ja, aber was soll man sagen? Es ist einfach, bis auf das kleine Loch, was wir machen müssen, dass Platz ist. Mhm. Alles original. Ja, und es schaut sauber aus. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, sollen wir wieder runterlassen? Ja, lass runter. Sollen wir mal eine Runde fahren? Ja, fahren wir. Okay, muss ich eh tanken fahren. Ich habe am Wochenende den ganzen Sprit verballert. So, was braucht man heutzutage? Jacke. Jacke, Mütze, Handschuhe. Ja, Handschuhe sparen wir uns. Und Schal. Aber Maske. Ohne Maske. Ja. Ich hol's und starte. Nächste Frage. 100-200 Zeit, Verbrauch im Alltag und gemütlich auf der Autobahn, Umbaukosten von Green-GT3. Ja, 100 auf 200 können wir jetzt erst machen, wenn wir tanken wollen. Tanken. Also ich weiß, der Markus fährt im Alltag, das heißt, der fährt relativ viel, pendelt zwischen Berlin und da, wo er wohnt, fährt das Auto mit um die 7 Liter, aber Langzeitverbrauch, schauen wir mal, was das Auto sagt, Langzeit 8,5 Liter. Ja, das ist geil. Ja, also so, vielleicht können wir das jetzt Alltag sagen. Ich weiß noch, als ich vom Tobi damals heimgefahren bin, von DTH, das waren knapp 500 Kilometer, hat das Auto ungefähr 10 Liter gebraucht bei, ja, ich sage jetzt einmal, immer zwischen 160 und 200. Also ist verbrauchsgünstiger als ein Vierzylinder mit der Leistung. Also, ja, das stimmt. Wenn ich jetzt schaue mit meinem Passat, wenn ich da immer so zwischen 160 und 200 fahre, fahre ich meistens zwischen 10 und 11 Liter. Das Reifengröße ist gleich, also ich denke, da ist einfach der 5-Zylinder groß im Vorteil, dass er einfach mehr Drehmoment, eher die Drehzahl hat, ja, als der Passat. Von mir, der 4-Zylinder Passat. Also rechnet sich der Umbau dann sogar irgendwann? Ja, ganz sicher. Nach 800.000 Kilometer ja, werden mit Sicherheit der Sprit wieder herin sein, den man dann sich gespart hat. Aber naja, schauen wir mal. Jetzt werden wir erstmal nachrüsseln mit Edelsprudel, 102 Oktan. Man muss dazu sagen, das Motorsteuergerät war nicht allzu einfach zum Flashen. Wegfahrsperre angepasst werden müssen. Wir haben quasi dann eben nur sagen müssen, dass er ein Passat ist und kein RS3 und so weiter und so fort. Also war mega kompliziert. Da hat uns der Mike G, M100, hat uns da geholfen. Der Revo hat uns da geholfen. Im Moment ist so ein bisschen ein Mischmasch aus allem drauf. Stage 1 Revo. Fahren wir jetzt ungefähr in der kleinsten Map, ich schätze jetzt mal 450 PS mit dem Intake, das er jetzt drin hat. Aber der Markus, glaube ich, ist noch heiß, der möchte noch mehr. Also ich denke, wir machen da noch mal vielleicht ein Update drauf die Woche. Mhm. Aber das werden wir erst nach dem Video machen, okay. Leider. Mhm. Also wir machen jetzt mal Feststellung mit den ungefähr 450 PS, die das Auto hat. Mhm. Aber erst nach dem Tanken. Ja, wie ist das? Muss man nur 102 oder kann man anderen auch tanken? Bei dem ist jetzt so,
du kannst im Endeffekt alle Spritzarten tanken, weil du ja den Map-Switch drin hast. 95, 98, 102 Oktan. So wie es bei den anderen 15 da ist, RS3 und TT, die den Original drin haben. Aber es macht natürlich immer Sinn, den besten Spritzer zu fahren, weil dann bleibt er konstant von der Leistung her. Auch wenn jetzt nur auf einem kleinen Map ist, aber ja. Okay. Genau. So schaut's aus. Haben wir noch was auf der Liste? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Guck mal. Ein paar Fragen noch. Moment. Max Enderle, die habe ich nämlich geschickt. Fahrverhalten, Unterschied zwischen RS3 und Passat RS. Wie-Richie-7. Ja, der Passat ist eine fette Sau, wenn wir ehrlich sind. Also, wir haben das Auto mit komplett leerem Tank gewogen, ohne Fahrer, 1860 Kilo. Also der ist wirklich schwer. Ich denke, dass der Richie meint, was das Auto macht, so untersteuerungsmäßig. Ja, macht er immer noch. Ist aber normal beim Passat. Du brauchst einfach deutlich mehr Sturz vorn als hinten. Was natürlich jetzt mit dem Auto mit Luft nicht so gut ist. Wir fahren hinten eh schon relativ viel, dass die Radl untergängen. Es ist halt einfach eher ein Cruiser. Wie der alte Passatfahrer 6, kennst du den noch? Ja, ist geil. Ja, Mann, der hat blärt ohne Ende, ist nicht gegangen, hat gesuffen wie ein Brauereigaul, aber hat sich einfach geil umgekehrt. Ja, ist geil gewesen. Ja, gut, so. Was machen wir jetzt? Nach Hause. Sollen wir noch ein bisschen schauen, was der klangtechnisch kann? Oh ja. So von Außenaufnahme und so? Mhm. Gut, spring rein, Zuckerpuppe. Yeah.
Gut. Also, das war unser Passat-Abschlussvideo. Ich glaube, wir haben alle möglichen Fragen für euch beantwortet. Es war mir eine wahnsinnige Ehre, so ein Auto zu bauen. Aber ich glaube, die letzte Frage habe ich noch. Die meistgefragte Frage. Was kostet es und wie lange dauert es? Also Leute, so ein Umbau kostet ab 30.000 Euro, je nachdem wie Zustand Motor, Getriebe, Hinterachse und so weiter ist. Und wie lange dauert es? In der Regel soll es dauern beim 2., 3., 4., 5., 10. Passat ungefähr 2-3 Wochen, wenn natürlich entsprechend vorbereitet ist. Sowas kann man natürlich in jede andere MQB-Basis auch einbauen. Müssen wir uns aber vorher schlau machen, wie es mit TÜV und so weiter geht. Ich denke, es ist möglich, solange es ein Allrad- und MQB-Auto ist. Wenn es natürlich ein Frontantrieb ist, wie beim Skoda Octavia zum Beispiel, dann kommt da natürlich nur einiges dazu, weil wir müssen erstmal ein Allrad einbauen. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Subscriben, liken, teilen, kommentieren. Sagt mal, wie geil ihr den Passat findet oder was ihr noch gern wissen würdet. Vielleicht gibt es ja nochmal ein viertes Video oder fünftes Video oder sechstes Video. Irgendwann wird er wiederkommen zu uns, der Passat. Kurz gemerkt noch, die 100 auf 200 Zeit war mit zwei Personen, Fat Max da neben mir und meinem Astralkörper und natürlich auch Tank halb voll. Das Auto wiegt knapp 250, 300 Kilo mehr als ein normaler RS3. Somit ist die Zeit schon ziemlich plausibel. Macht es gut, auf Zwiederschauen!